Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Divinity Original Sin, Folge 17 mit dem Ingerim und dem Jumbo. Hallöchen! So, wir sind letzte Folge mit einem Kampf gegen ein Skelett geendet. So, ich muss hier gerade mal, wie, genau, so, zack. Maus ein bisschen drehen, ich weiß gar nicht, liegt hier noch irgendwo? Ne, genau, das war hier, ne? Genau, untoter Mörder. Also, Und genau, hat den Wolfram umgebracht, den wir eigentlich ins Dorf eskortieren wollten. Ja, aber wir fanden, glaube ich, einen Kampf interessanter, den wir... Ne, wir sind unten in den Keller gestiefelt. Ich guck gerade. Genau, so war das, genau. Wir sind in den Keller gelaufen. Da sind Bienen hier hinten. Ich scroll gerade mal ein bisschen rum. Bienenstock. Da hinten ist ein Hund, mit dem könnte man reden. Ja, genau, ich komm mal runter. Ich weiß gerade gar nicht, wussten, hier was ist hier ein Hund, ist. Level 2. Ja, genau, mit dem kann ich aber reden. Achso, den meintest du. Okay, ich guck. Der Hund zu. Sabbert und trottet näher, sagt aber kein Wort. Ein tiefes, jammerndes Knurren rumpelt aus seiner Gel. Hallo? Warum? Sehr unfreundlich. Scheba. Heißt so nicht auch eine Hundeessensmarke? Hund. Warte mal, Toxa ist hier auch noch. Der Hund Sabbert knurrt, wenn man. Genau. Sagt nichts. Gucken, was hier im Haus abgeht. Glas, breiter Schädel, hölzerner Feuerstab, Zwarnwaffe. Ist eigentlich, glaube ich, der gleiche, bloß dass er halt Feuerschaden macht. Aber ich nehme den mal mit, vielleicht kann man den verkaufen. Genau, immer alles mitnehmen. Ach, hier liegt noch ein Skelett, der hat aber nichts dabei. Okay, sehr gut. Und in den Kisten ist auch nur eine Pfanne, die nehme ich mal nicht mit, oder? Könnten wir die gebrauchen, wegen Essen machen und so? Ich glaube nicht. Ich, aber ich nehme sie trotzdem mal mit. Egal. Ja. Kann ja im Notfall immer noch kommen. So, was machen hier die Bienen mit uns? Kann man das selber anklicken? Oh lol, hier ist ein kranker Ring drin. Ach, okay. Sonst gar nichts. Ich hätte jetzt mit Honig gerechnet, aber der ist natürlich nicht drin. Die anderen waren leer, ne? Sagtest du? Ja. Okay, dann warte mal. Oh, hier ist noch ein Brunnen. Im letzten Brunnen konnten wir sprechen. Wow! Du. Man okay, kann hier ich klicke auf den Brunnen, ich klicke auf den Brunnen. Hier läuft einer. Wolfgarf. Ich spreche ihn mal an, ne? Was ist ich. Okay, jetzt habe ich gerade übelst erschrocken. Ach, jetzt habe ich mit Adora gesprochen. Ah, sehr gut. Der will ich nichts zu tun haben. Hier, Wolfgram. Ihr seht eine obskure Gestalt, die Goldmünzen aus dem schlammigen Wasser fischt, das sich unter dem Brunnen sammelt. Seine Bewegungen sind schnell und nervös, aber dennoch scheint es ihn zu freuen, sich alles Kleingeld, was er finden kann. Sich alles Kleingeld, was er finden kann, in die vielen Taschen seines schäbigen Gewandes zu stecken. Er ist so auf das Münzenhäufen fixiert, dass er eure Anwesenheit erst gar nicht bemerkt. Plötzlich jedoch hält er inne, schaut auf und hält seine zwei Dolche in den Händen, so schnell wie eine Katze ihre Klauen ausfährt. Okay, warte mal, das reicht nicht, um einen Quellenjäger einzuschüchtern. Wisst ihr, lasst mich euch zeigen, warum. Hallo, wir wollen euch nichts Böses, sagt mir, was macht ihr hier? Ich würde sagen, wir reden mit ihm, oder? Er hat die Waffen schon gezogen. Ja, aber jetzt wird er wieder weggesteckt. Euer freudiger Tonfall zeigt unmittelbare Auswirkungen. Der Mann verliert seine aggressive Haltung, steckt seine Waffen in die Scheide und zieht eine Feder sowie ein Fetzen Pergament aus einer seiner Taschen. Geschickt schreibt er ein paar Sätze nieder und hält sie euch entgegen, sie zu lesen. Stumm kann ich sprechen, ihr seht kompetent aus. Seid ihr der Quellenjäger, nachdem der Zauberer fragte? Ich bin tatsächlich eine Quellenjägerin. Aufgeregt dreht der Mann den Fetzen um und schreibt noch ein paar Zeilen nieder. Wolfgraf ist mein Name. Ich bewundere euch. Keine Helden wie... Quellenjäger. Ach so, ja, Quellenjäger. Es heißt Ziel, Sackgasse. Bitte lasst mich euch beitreten. Was? Warte mal, wenn ihr euch mir anschließen wollt, muss ich ein bisschen was über euch wissen, würde ich sagen, oder? Ja. Aber wenn das so ein deutlich schwingender Typ ist wie du, dann brauchen wir den ja eigentlich nicht, ne? Nee, dann... Aber wir können ihn ja trotzdem mit ihm sprechen, so, ne? Ja, klar. Wolfgraf nickt enthusiastisch und zieht ein paar zerrissene Pergamentblätter aus seinen Kleidern. Hastig bewegt er sie mit Worten und drückt sie euch eines nach dem anderen in ihre Hände. Bin stumm, seit ich ein Kind war. Quellenmagier nahmen meine Stimme. Leute denken, ich bin dumm. Bin ich nicht. Beschaffe Geld, Essen, wo ich nur kann. Stehle, wenn ich muss, bin kein armer Schlucker. Kann gut schleichen, guter Kämpfer, gut beschlössern, sehe Dinge, die ihr nicht seht. Möchte euch helfen, ich bin nützlich, möchte Quellenmagier fangen. Sie büßen lassen, bitte. Aber wir können sie auf jeden Fall in die Taverne schicken. Ich glaube, wegen eurem Beitritt, macht das mal. Ja, okay. Wolfgraf bemerkt, dass es in eurer Gruppe keinen Platz mehr gibt und zuckt mit den Schultern. Da kann er wohl nichts machen. Ende. Wir haben... Ja, ich wollte sagen, wir haben Raum für dich, um dich abzustellen. Aber der geht jetzt, glaube ich. Nee, der... Wir könnten theoretisch einem von unseren Leuten sagen, dass er abhauen soll.
Dann sagen wir ihm, er kann mitkommen. Dann porten wir uns in diesen Raum, nehmen den anderen wieder mit und lassen ihn da stehen. Abgefahren, das können wir machen. Würde sich das lohnen? Ich, Stimmt, dann schicke ich Dings nach Hause eben. Man kann hier sogar langlaufen. Ja, okay, nee, ja. Muss euch auffordern, die Gruppe zu verlassen. Ja. So, jetzt kannst du nochmal mit ihm reden. Was sehen? Boah. Hier ist ein richtiges, hier ist ein richtiger krasser Tunnel hier unten, glaube ich. Jo. Ich rede nochmal mit ihm. Ich will ein bisschen mehr über euch wissen. Wegen eurem Beitritt. Ich fand sie Wolfcraft, wenn er will. Ich könnte jemanden mit genau seinem Fachwissen durchaus gebrauchen. Bacht, du dachtest, es euch als angeheuert. Lass mich nachdenken, soll ich einen bekannten Kriminellen anheuern? Ich denke nicht. Ja, okay, dann. Ach genau, jetzt kannst du noch was dazu sagen, ne? Seid willkommen, Wolfgraf. Reicht im Erwarten euch, wenn ihr sie für uns beschaffen könnt. Was? Ihr könnt eure Gruppe aufteilen, indem ihr die Porträts eurer Charakter auseinanderzieht. Achso, ja, ja. Lächelt und schnüffelt was? Wolfgraf lächelt, schüttelt euch dankbar die Hand mit eurer Armgeste, möchte ja wohl sagen, ich bin bereit, geht voran. Hey, wie, was 9000? Hast du 9000 Gold gekriegt? Nein, 9000 EP. Achso, ach, krank. Hab jetzt gar nicht drauf geachtet. Schlecht, aber Level-Up haben wir nicht, ne? Nö, Stufe 3 immer noch. So, Wolfgraf, jetzt wollen wir dich nur noch loswerden. Wie machen wir jetzt direkt mit wegporten? Machen wir das mit der Spaltreise oder wie war, ja, ne? Ja, genau, genau. Das Ende der Zeit. Ja, dann lass es direkt einfach machen. Ja. Ja, gut. Das ist ganz cool. Ich glaube, wir können uns auch zu diesen Toren jetzt immer hinporten, einfach so, ne? Vielleicht, weil wir diese Dingsigs haben. Hier, diese Pyramiden, genau, so heißen sie. Achso, das könnte natürlich sein. Das weiß ich jetzt nicht. Das, ne? Können dann. Sein könnte das wohl, ne? Das war jetzt hier rechts, ne? Ja, hier rechts war das durch dieses. Genau, zu alle der Helden. Die sind richtig. Ja, du, wir haben halt so viele Helden. Steigt gerade eine Armee auf. Noch also. Ah, genau, siehst du das, Madora? Genau, weg mit dir. Binde, wir wollen die mit. Ah, jetzt steht er da. So, noch Dienst noch einmal in Anspruch nehmen. Ass rein. Schön. So, und jetzt können wir wieder zurück. Ans Nordtor porten wir zum besten, oder? Achso, wir können jetzt nur an diese Punkte porten? Ja, genau, wir können jetzt nicht mal wieder zurück. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal ans Nordtor. Ja, das machen wir. Ah, ich habe gerade gelesen, Tooltip, die Händler bekommen jede Stunde neue Klamotten oder nach jedem Levelaufstieg. Bessere Sachen. Ah, okay. So, wie hell auf einmal. Ja, ich wollte gerade sagen. Hell und gutes Wetter. Hier links lang ist ein Tor. Warte mal, hier unten lang am besten. Ist das hier rechts keins? Ja, stimmt, aber gut. Ja. Oh. M drücken. Na gut, dann lass doch links gehen einfach. Und sind wir schneller an den Punkt, wo wir waren. Ich glaube nämlich auch, genau. Wenn wir jetzt hier richtig wahrscheinlich. Ach ja gut. Hätte auch vor dem Haus herlaufen können, glaube ich. Gut, so laufen wir halt über die Mauer. Lalalala. Ich hoffe nur, das ist keine Sackgasse, ne? Ich hoffe nicht. Ah, das Tor ist auch schon offen. Ah, sie haben also überhaupt keine Angst, wenn Quellenjäger in der Nähe sind. Anscheinend nicht. Mal gucken, was uns hier jetzt erwartet. Oh, viel Glück da draußen. Das würde laut unter einem Bollwerk. Ich schmelze. Ach, guck mal, hier ist direkt. Einfach wird es dann dunkel. Ja, und es regnet direkt. Oh, Vorsicht, hier, da oben sind wieder Zombies. Oben links sehe ich gerade. 3. Ist der halb aufgefallen. Gepanzerter Enthaupter. Stufe 3. Ach, übelst die Autos. Ach komm, endlich, wir haben endlich mal eine Gegend gefunden, die auch unserem Level entspricht. Ja, wir mussten nur das richtige Tor nehmen. Die können wir fighten eigentlich, ne? Genau, geh du mal ein bisschen vor, genau, damit du vorne stehst. Achso, ja, in diesem Sinne. Ne? Weil dann. Geh du doch einfach ein bisschen näher dran. Ich versuche dann einfach so einen Flächenzau zu machen. Weil ja. Den Zombie, den am besten im Fernkampf besiegen, ne? Weil der hat dieses Gift. Der wird ja platzen, genau. Aber ich gehe jetzt erstmal in die Unsichtbarkeit. Wie immer. Das ist ein Wasserfass. Nass. Okay, da kann ich mich hinstellen. So, Zug beendet. Okay. Du bist dran. Ziel ist zu. Ach krass, ich bin zu weit weg. Ja, du musst aber. Ich wollte gerade sagen, du musst noch ein bisschen näher dran, glaube ich. Ich könnte aber unsere Spinne mal. Die könntest du einfach holen, stimmt. Ich hol die mal.
Oh, direkt da vorne, sehr geil. Ja, das war jetzt die höchste. Achso, da, bis dahin konntest du die spawnen lassen. Ja, bis dahin konnte ich die spawnen lassen. Oh, okay. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt nach vorne. So. Ah, süß. Okay, dann stelle ich sie mal neben die Spinne. Ja. Und sage Nahkampf-Angriffshaltung. Okay, was bringt uns das? Das bringt uns, erhöht den verursachten Schaden bei Nahkampfangriffen und die Bewegungsgeschwindigkeit auf Kosten der Präzision. Ah, ach stimmt, ich jetzt links kann ich es auch angucken, okay. Okay, dann ist noch dran. Dann beende ich den Zug. Ich hatte noch einen Punkt. Okay, mit ihm, ich kann eigentlich, warte mal. Könnte ich irgendwas Nützliches machen? So teleportieren oder sowas irgendwo? Nee, rein teleportieren. Ich glaube, du musst ja wirklich erstmal näher dran. Ich will es gerade überlegen, weil wir ja alle so nass sind, ne? Die müssen doch auch nass sein. Ja, die sind auch nass. Und die einfriert. Schockierende Berührung. Wenn man nass ist, dann müsste das doch eigentlich mehr Schaden machen, ne? Ne, aber wir müssen halt wirklich näher ran. Achso, das geht auch nur im Nahkampf. Ja, ich gehe da mal ein bisschen näher mit dem. Ja. Und dann kann ich mit der Spinne nochmal angreifen. Was ist das nochmal? Eiseskälte. Schadenseffekt eingefroren, hindert den Ziel daran. Achso, eintritt. Ach guck mal, kann ich sogar machen auf den. Kann ich den einfrieren? Ja. Rettungswürfel. Das ist eigentlich eine gute Sache. Ich check das irgendwie, die friert dein Ziel ein, ja doch. Wer ist als erstes dran von denen? Also, oder soll ich. Der gepanzerte Haupter, der neben dem Zombie steht. Der hin. Soll ich den? Das scheint der stärkste zu sein. Oder soll ich den Zombie? Glaubt der. Ja. Enthaupter ist der stärkste. Ja, würde ich na so gut, sagen. Dann. So vom Namen her würde das am besten passen. Von ja. Aussehen und so. Eingefroren. So, wie lange ist er jetzt eingefroren? Eingefroren. Zwei Runden, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen, dass das heißt. Ja, würde. Steht auch, glaube ich, dran. Ja, diese so, zwei Schwächen als Spinnenbiss. Vergibst du das Ziel. Ach so. Okay, also ich muss erst näher rangehen. Ich lasse sie einfach jetzt mal so angreifen, ne? Ja. Soll sie sich doch in den Tod stürzen. Dafür ist sie da. Okay, sie hat krankhaft viel Schaden gemacht. Okay. Die haben gar nicht so viel Damage bekommen, ne? Nein, das war auch ein Scherz. Aber von gar keinen Schaden. Oh lol. So. Ich schleiche mich mal weiter. Sie macht aber auch, glaube ich, nicht so viel Schaden. Ich weiß nicht. Da frage ich mich auch immer noch, ob man die aufleveln kann, irgendwie. Ach, die Spinne ist wieder dran. So, Spinne ist wieder dran. Okay, dann vergifte ich die. Ne, kann man hier wohl vergiften? Ich meine, sie sind untot. Das wäre schon hart seltsam, aber ich probiere es einfach mal. Ja. Auf den. Ne, den eingefrorenen nicht. Ich geh auf. Keine Ahnung. Auf den Zombie, auf den. Ich gehe mal einfach auf den Schwellkämpfer. Nur so, um es auszuprobieren. Der jetzt, der ist jetzt. Der ist vergiftet. Der ist schwach. Drei Runden lang. Okay. Vergiftung. Achso, ja. Ja. Greife ich nochmal einmal an. Okay. So, dann kann ich doch diesen Sturmbock-Angriff machen. Ich würde aber aufpassen, dass du nicht durch das Gift läufst, ne? Ach, das ist ja Gift, ne? Okay, das ist gar nicht so geil. Nee, ist nicht so geil. Geh am besten auf irgendwie von rechts dran, oder? An den rechten, der vergiftet ist? Ja, würde ich auch sagen. Ich muss gerade nur gucken, wie ich das mache. Eine vernichtende Faust. Eine riesige Faust trifft den Feind und schlägt ihn nieder. Oh, das klingt gut. Ja. Es könnte eventuell die Spinne betreffen. Ich weiß nicht, wie. Ja, also Spinne ist nicht so wichtig, denke ich. Okay. Also, die können wir wieder beschwören. Och, edel, das sah gut aus. Ah, ich kann leider nicht mehr angreifen, aber ich gehe noch näher dran, dann kann die mithängen. Mhm. Moment, nicht den Zug. So, jetzt ist er wieder dran. Blitzschock, hier eine Berührung. Setzt eine Armlänge entfernt das Ziel unter Strom. Regen, Regeneration, ne Quatsch. Blitz, schießt einen Blitz. Wir sind alle nass, ich glaube mit dem Blitz, das könnte gefährlich werden. Jein, glaube ich. Also, weil. Ist ja, sie sind nicht in der Pfütze. Ach so, okay. Na gut, dann kann man das ausprobieren. Aber. Ja, gut, wir sollen uns auf einen jetzt erst. Ach krass! Ich kann nicht auf den. Oder doch, kann ich jetzt wohl? Ist ja gerade schon. Okay, nein, ist alles okay. Ich dachte gerade, ich könnte nicht schießen, weil die Madora im Weg steht, aber ich mache jetzt mal.
Zack, ach, er krank. Ist betäubt. 30 Damage und betäubt. Läuft bei ihm. So, junge Frau, jetzt bin ich hier mit ihr dran. Tode des Eissplitters. Verschießt ein unterkühlten Eissplitter, der Wasserschaden verursacht. Kannst du den Hauptmann wieder einfrieren? Nee, mit ihr jetzt hier gar nicht. Ich bin okay. Ja jetzt mit meiner Feuermagierin, also mit mir selbst. Ich bin ja selbst dran. Ja. Ich kann solche Sachen nicht. Sie so weit entfernt. Ja, gut, ich bin. So. Ich könnte gucken, ich kann das Zeug hier in Brand setzen, theoretisch, oder? Welches Zeug? Das Grüne, das brennt ja auch. Ach ja, genau, da war ja was. Irgendwie, das ist ganz komisch, ich weiß auch nicht, was das ist. Schieß da mal einfach so rein. Jo. Oh ja, das sah gut aus. So, und ich gehe noch einen Schritt nach vorne. Okay. Und noch einen. Es ist zwar jetzt nicht so krass, was wir machen, weil wir halt irgendwie auf alle gegangen sind, aber ich glaube doch, dass es insgesamt läuft. Der eine ist ja fast tot. Ja. Und der andere, gut, hat ungefähr die Hälfte, der andere drei Viertel. Ich greife den... Boah, da könnte ich jetzt geil so Meteor reinhauen, so wie jetzt ich stehen. Ich greife den Enthaupter an, ne? Den Enthaupter, ja. Ja, mach ruhig. Ach, guck mal, sie ist fast tot. Und sie, da muss aber jemand mit Schaden dran gehen, da passiert auch was. Jo, ich gehe mal. Gehe ich einen Schritt weg? Ich gehe einen Schritt weg. Was? Ach krass. Dann haut er dich direkt. Gelegenheitsangriff, alles klar. Ach so, okay. Soll ich auch auf den Enthaupter gehen? Ja, ne? Mit meiner Spinne jetzt? Ja. Der ist ja gleich tot. Ah, so gut wie. Okay. Nur dann Madora, würde ich sagen. Das sind mit dem Sturmbock? Ich glaube, dann treffe ich alle. Weiß ich nicht. Hm, ich probier das mal aus. Ja, ich würde sagen, wir sind immer noch in der Probierphase. Ah, guck mal. Okay, ich treffe nur den einen. Ich glaube. Oder? Ach nee, der Brigitte hat eben schon gebrannt, ne? Ja, okay, dann kann flankiert. Ich nichts weiter machen. Der eine hat auch Malus, weil der flankiert ist. Oh ja, sehr gut. Der hat halt alles, ne? Schwach, betäubt, nass, flankiert. Der ist ganz schön am Arsch, ja. Gut, dann beende ich die Runde wieder. Okay, gut, heilen kann ich dich ja gleich noch, ne? Ich würde sagen, jetzt erstmal den gifteten Seppel da, ne? Warte mal, schockierende Berührung geht nicht. Dann machen wir. Hä, was ist denn. Irgendwie schießt das komisch. Ne, ich kann. Ach krass. Ich kann halt mit meinem Stab nicht den Zombie treffen, weil der so komisch so eine Wellenbewegung macht. So links nach rechts, so zickzack, und weil der dann das Fass treffen würde. Ach krass, okay. Ich muss dann halt den anderen angreifen. Total seltsam. Ja, ich glaube, jetzt müsst ihr das treffen. Siehst du, guck mal, weil das so komisch fliegt. Ja, weil das so merkwürdig fliegt. Nee, so als ist ja das irgendwie einem Kahn. Okay, das ist merkwürdig, aber okay. Okay, warten. So, ich bin jetzt schon wieder einen Schritt näher gegangen. Warte mal, so dürfte ich nur den in der Mitte treffen. Okay, Quatsch, nur die Gegner treffen. Entschuldigung. Guter Move. Zack, und zwei Schritte diesmal näher. Ach, guck mal. Ah, guck und mal. Und er platzt einfach. Stufenaufstieg. Ach, Stufenaufstieg. Ach, guck mal. Aber nur für die Madora. Die ist jetzt Level 4? Ne, Level 5? Überlegen, die war doch schon. Vorsicht, dass du jetzt gleich nicht in das Gift reinläufst, ne? Ja, ja. Ich heil dich mal eben. Okay, die ist jetzt Level 4. Ach, die war schon Level. Ich dachte, dann die war schon gehen wir mit ihr, würde ich sagen, weiter auf Stärke. Ich würde sagen, auf Stärke, oder? Oder soll ich auf Konstitution gehen, damit die mehr Lebenspunkte kriegt? Ist jetzt so die Frage, was sinnvoller ist, ne? 208 Leben, was habe ich denn? 142 und du so? Die hat eh schon viel Leben im Moment. Vielleicht. Wäre gar nicht verkehrt, wenn wir einen so einen Tank hätten, ne? Ja, ne, auf jeden Fall, sehe ich auch so. Ja, machen wir so. Ja. Boah, der krasse, jetzt hat die 240 Leben einfach. Ah, geil. So. Gerade ein bisschen rum, wo man hier noch gucken könnte. Körperstärke. Oh, ich glaube, dann Rüstungsexperte. Ich glaube, das wird ziemlich sick. Ach, übrigens, der Brunnen ist hier direkt um die Ecke. Ja, ich weiß. Ach so. Oh cool, die Klippen sehen auch episch aus. Oh. Aber wie witzig, man kann hier runter gucken. Was hast du? Sollen wir mit der auf Rüstungsexperte gehen? Das gibt plus 3 Rüstungswert und minus 20% auf Bewegungsmalus. Also wenn die dann richtig fette Rüstung hat?
Ja, also doch, das wird's ja bringen, ne? Dann machen wir das so. So, ich nehme hier mal die Schriftrolle des Frostavatars auf, sehe ich gerade. Oh ja. Oh, ein Totschläger. So, das Frostavatars macht ein Zielimmun gegen Sta den Statuseffekt eingefroren. Nahkampfangriffe gegen das Ziel können die Angreifer einfrieren. Boah, geil, das ist ja, das könnte sich noch rentieren. Ja, das ging nicht schlecht. Da ist noch Schriftrolle der Regeneration. Das ist vielleicht nicht schlecht. Nimm du das mal vielleicht, weil das ist Ja. dieser Heilzauber. Und wir haben eine Leiche. Okay. Tilederrüstung natürlich. Eine Drodan. Drodané ist da. Eine was? Eine verbotene, Achso, das. extremabhängig machende Substanz, die bei Menschen Bewusstseinsveränderungen hervorrufen kann. So, die Achso, das Pflanze. ist, ach so, das ist eine Pflanze. So. Ich habe mich gerade mal kurz da links runter geguckt. Da geht es nämlich zu diesem Strand mit den Orks. Das ist das Wetter auch viel besser als hier. Ah, okay, warte mal eben. Muss eben mal gucken. Ah, okay. Nee, hat sich erledigt. Ich dachte, ich hatte eine neue Rüstung gefunden für unsere. Wie heißt sie? Madora, aber sie hat eine bessere Rüstung. Hier Ach, links krass. sind noch zwei Skelette, ne? Was für Level haben die? Achso, da. Drei. Oh ne, es sind Ah, wir mehr. sind auf 4, 5, sehe ich jetzt Oh auch ja, dran. Und mit da ist ein. stümperhafter Terramant. Alter, ist Also, richtig was und los in dann. dem Loch auf Ja, einmal. gut. Gut, wir Okay, dann gehen lass wieder mal. in den Genau, lass Brunnen, mal ne? diesen Brunnen gehen da, ne? So, zurück im Brunnen. Gucken, was hier so abgeht. Kann man eigentlich auch so Fackeln nehmen oder so, dass einem irgendwie das Licht ein bisschen was Nee, die bringt? kannst du nur ein- und ausschalten. Ach so, ja, so, ja, ich demand jetzt, dass man irgendwie was Also bringt. mitnehmen, ich weiß, was du meinst. Ja. Guck grad mal kurz auf Oh. die Karte. Ich guck doch nicht auf die Karte. Stufe 2. Das ist Skelettbrenner Stufe 2. Was hat der da am Start? Der hat Wieso halt einen läuft der? Flammenwerfer, so wie der, weil der dran ist. Ach so, das habe ich gar nicht gecheckt. Und der hat Kollegen dabei. Und toter Schütze, Schwertkämpfer und zwei Schwertkämpfer, die sind so zu viert. Unsichtbar. Okay. Oh, ach, die stehen hier hinten, okay. Okay, aber Stufe 2 scheint Hä? nicht in Bin ich Ordnung zu unsichtbar? sein. Wieso bin ich nicht unsichtbar? Weiß ich nicht, die. Oder nicht? Hä? Hat er doch gemacht, Ich bin gerade verstehe ich am. nicht. Achso, warte, ich gehe mal kurz Ereignisprotokoll runter. Ach, hier, du bist gescheitert. Jumbo gescheitert beim Versuch, unsichtbar auf sich selbst anzuwenden. Unten rechts steht das. Ach krass, das geht? Ja, du hast halt gewürfelt. Das wird halt so ausgewürfelt quasi, ne? Ja, klar. Ich würde einfach sagen, ich hau mal mit dem Meteor auf die beiden Jungs da, ne? Ja, kloppt die um. Wo sind denn. Genau, die sind ja alle weiter weg. Ja, okay, ja. Machen wir mal ein bisschen hier auf die Kacke. Ach ne, das ist nur Luftschaden, damit kann ich das nicht entzünden, denke ich, ne? Ist ja ein bisschen komisch, oder? Meinst du, ich kann das damit entzünden? Nee, es geht nicht. Ich schieße einfach mal auf den Skelettbrenner da, ne? So, ach, jetzt ist sie dran, schade. Wir müssen halt gucken, am geilsten wäre, wenn wir die Lache irgendwie entzünden könnten. Ich könnte unter, mit Jahan unter Umständen dann was Ja. reinschießen, ne? Wir haben alle volles Leben. Nee, sie selber nicht. Kann die das auf sich selbst wirken? Ach so, Was das ist denn? das nicht. Ich gucke gerade mal ein bisschen, was hier hinten in der Höhle noch Kann abgeht. ich. Okay. Okay. Nö, das ist. Ich kann jetzt nichts Großes machen, irgendwie. Ja, vielleicht ein bisschen näher gehen damit, oder so zwischen uns, also zwischen die Magier und die Stellen, vielleicht, damit die nicht auf die Idee kommen, da hinzulaufen. Ja. Wenn So ein ich mich bisschen nach rechts, hierhin. irgendwie so, ja, genau. Dann sage ich mal, Runde Ben. Ja, weil die sind ja auch nicht verloren, die Punkte, die du jetzt nicht ausgibst, ne? Die Nee, kannst du ja dann nächstes, ne? genau. Da Das habe ist ich ja ganz dann cool. nächste Runde mehr. Jetzt gucke ich gerade mal kurz, mit was wir hier Feuer machen können. Theoretisch mit dem Blitz. Ein Blitz da, so hin, dann müsste das doch. Wenn ich das direkt auf den drauf mache, wird das dann trotzdem entzündet? Ich glaube schon. Ich mach das mal einfach so. Nein, dafür ist er wohl Okay, tot. vielleicht ist zählt als Blitz auch als falsches Element. Ja, aber ein Blitz entzündet doch Sachen, oder? Nicht immer. Ich guck gerade mal so. Luft. Achso, ist halt Luft. Ja, gut, ist Luftschaden, aber Mann, trotzdem. Okay. Kann auf einige Flächen und Wolken abgefeuert werden, um sie unter Strom zu setzen. Okay, kann vielleicht nicht entzünden. Eigentlich wäre es Quatsch, ne? Jo. Wenn wir mal so ganz ehrlich sind. Ah, cool, der ist betäubt. Edel, ja. Guck mal, außer genau richtig gemacht. Ach, genau, du bist Jetzt dran, ne? kommt Spezialmove Donnersprung.
Bring ich auf den Skelettbrenner, weil dann müsste der daran sterben. Wow, und du hast... Und du bist... Ja. Und du brennst selber. Alter, was hast du denn da gemacht? Rastet richtig aus einfach. Bin kurz eskaliert und jetzt... Oh lol, wenn ich ins Wasser gehe, müsste ich doch gelöscht werden, ne? Ja, eigentlich schon. Brenne noch. Aber wieso ist das denn jetzt in die Luft geflogen? Was hast du denn da gemacht? Ich hab Luftsprung gemacht und springt wie ein Blitz von einem Ziel zum nächsten. Maximal zwei Ziele, das waren halt die beiden Lobobs hier vorne. Ja. Und macht 14 bis 15 Schaden und ich schätze mal, der Brenner ist explodiert, weil er so einen Feuertank hinten drauf hatte. Ach, weil das so, weißt du, so flammenwerfermäßig dabei war. Stimmt, hätte man. Oh, guck mal, der hat einen Luftstart. Wieso geht das hier nicht? Achso, geht wohl. Ich hau hier mal meine Schriftrolle des Feuerballs raus. Ja, dann so. Und ich warte dann mal. Gut, ich will deine Perle empfehlen. Achso, du kannst links rumlaufen, ne? Ja, Moment. Ich kann helfen, Hand nutzen. Damit kann ich an meinem Charakter das Feuer ausschlagen. Ach, witzig. Ja, mach das doch mal. Obwohl der eigentlich ausgehen müsste, so, ne? Der steht da ja drin. Ja, so. Klar. Wie geil anscheinend, dass sie es einfach ausmacht. Nein, sie macht übelst Special Effects. Ja, übelst gar mega Bock, Zauber. So, da hinten steht noch einer. Dann gehe ich einfach durch den Fluss, würde ich sagen. Ja. Der ist ja ein Schütze, der schießt halt eher. Oh lol, jetzt brenne ich selber. Gut. Aber du stehst im Wasser. Das müsste doch eigentlich was wert sein, oder? So, ich bin mit Jahan dran. Ich würde erstmal sagen, ich heile erstmal sie, ne? Also unsere. Oh, Madora, die ist halt ganz knapp von der Reichweite. Genau, die kriegt ja nachher noch Ticks. Ja, kriegt wie brennen noch Ticks. Genau, oh gut, ich krieg jetzt erstmal wieder Damage. Ah, verfehlt. Ah, er schießt nochmal. Verfehlt. Er ist tot. Er platzt einfach sehr gut. Schön. Boah. So, wenn einfach was für ein Chaos man damit anrichtet, ne? Ja. Wenn ich mir jetzt hinter den Stein stelle, dürfte er mich doch eigentlich nicht treffen dürfen. Dann habe ich noch nicht. Ich denke nicht, dass das geht. Runde. Also ich wäre gerade beinahe sogar an der Fackel gescheitert. Also denke ich, dass so ein Stein auch was bringt. Ich wäre gerade fast an der Fackel gescheitert. Alles klar. Ich kann aber jetzt nicht mehr wirklich was machen. Du bist außerhalb der Reichweite halt, ne? Ja, ich muss da hingehen. Ja. Ich komme hier so hinterhergelaufen. Wie geil sie den Stab da vorhält. Okay, sie ist dran. Ich finde das ein bisschen komisch, dass die, wenn man im Wasser steht, dass man dann nicht automatisch gelöscht wird. Ja, egal, ich schmier den jetzt um. Ja. Ach, guck mal. Ich bin halt wirklich umgeworfen. Aber er lebt aber noch. Ja, aber ich kann nichts mehr machen. Soll ich irgendwie so einen Regen machen? Auf dich? Quatsch, auf Madora? Ja, das ist doch eh so ein riesiger... Oder? Ja. Ja, mach halt. Das ist halt ganz geil. Dann kannst du mich von da hinten löschen. Theoretisch müsste das gehen. Also das war ganz knapp noch in Reichweite. Guck mal, dann ist auch das Schlachtfeld wieder ein bisschen entschärft. Jo. Und der kommt auch ein bisschen näher. Du hast das geheilt, gelöscht. So, upsala. Genau, Runde beenden. Ja. Okay. Ich komme nicht dran. Ich kann mich nur direkt vor ihn stellen. Ja, geil, der ist gleich tot. Mal jetzt. Der macht nicht mehr viel, der Junge. Ich wollte gerade sagen. So, Zug Ben. Einen Punkt habe ich über. Okay, ich komme jetzt natürlich nicht dran an den Boy. Weil der Stein im Weg ist. Aber er ist niedergeschlagen, nass und flankiert. Der macht halt auch nicht mehr viel. Gerne so. Ja gut, ich komme jetzt hier mit um die Ecke, aber eigentlich brauche ich es ja nicht mehr, ne? Er hat noch relativ viel Leben, aber ich glaube nicht, dass er viel aushält. Er ist halt nur ein Schütze, ne? Ja. So. Ach, guck mal hier, mit ihm kann ich hier auch schon wieder langlaufen. Übrigens, coole Musik im Hintergrund. Jo. Ich habe die auch ein bisschen lauter gestellt, also es könnte sein, dass ihr die jetzt sogar hören könnt. guck, Einschlag. Alles klar. Schön, guck mal, geil, das war mal ein geiler Kampf. Ach, guck mal, wir können mit dir reden, oder wir beide können reden. Oh, du hast einen kranken Luftstab da hinten liegen. Ja, aber lass erstmal mit. Oder? Nein, wir machen es erstmal. Ich will mal Luftstab haben. Ihr habt da nicht identifizierten Gegenstand erhalten. Um ihn zu identifizieren, benötigt ihr eine Identifizierungslupe. Oder ihr könnt einen Händler beauftragen. Zum Identifizieren werden ausreichend Punkte in der Lehrmeisterfertigkeit benötigt. Ach, Lehrmeister muss. Okay. Ach, jetzt hab ich dich angequatscht. Nee. Ach, ich hab sie angequatscht. Ende, komm weg. Weg mit dir. Hab ich denn irgendwie so eine. Komm, gib mal weg. Ich hab so eine Lupe.
Ich habe nämlich auch eine Lupe, Identifizierungslupe. So, und jetzt? Benutzen auf, genau, auf Stab. Auf Lehrmeister ist 1, habe ich. Okay, 15 bis 30 ist schon mal besser. 3% Wahrscheinlichkeit. Hä? Was? Kritisch? 3% Wahrscheinlichkeit? Achso, hatte ich vorher nicht. Du hast mir irgendwas gegeben, ne? Ja, ich habe den Ring gegeben. Okay, auch die Identifizierungslupe kann man öfter benutzen. Ja. Okay. Ja, die macht halt mehr Schaden. Ich gebe dir mal noch zwei Sachen, die du dir angucken kannst. Dieser vielseitige Stab wurde aus dem Holz der Luzula-Wälder geschnitzt und mit leuchtenden Seidenbändern umwickelt. Der ist jedoch nicht nur aufwendig gewählt, sondern auch sehr mächtig. So krass, ich dachte, jetzt hätte vielleicht irgendwie noch crazy andere Sachen so. Irgendwelche Mega-Fähigkeiten. Ja, irgendwie so von wegen mehr Intelligenz oder sowas. Sieht der überhaupt anders aus? Nö, ne? Sieht man, dass ich den gewechselt habe? Ne, sieht genauso aus. Na gut, egal. Kann halt nicht alles haben. Okay, wenn man die Lupe jetzt öfter benutzen kann. Was ist das denn hier? Ein Totschläger. Genau, die habe ich dir gegeben. Und so eine Plattenrüstung. Ja, ich identifiziere das hier gerade mal alles. Benutzen, so. Gut, der glänzende Kupferring der Schlange. 9% Feuerresistenz und 9% Giftresistenz. Dann haben wir den Totschläger. Der ist halt sowieso was für dich. 24 bis 35 Schaden. Ja. Und Plattenrüstung der Unvergänglichkeit. 50 Rüstung. Boah. Okay. Ich direkt wieder rüber. Ich wollte sagen, ich gebe dir die Sachen einfach rüber. Ich kann da ja an sich nichts mit anfangen. Ja. An Jumbo, an Jumbo und an Jumbo. Okay, und ach, ich habe hier immer noch diesen entsprechenden Koffer am Start. Ich würde sagen, dass wir nächste Runde dann mal miteinander quatschen. Ja. Weil klingt wir schon, auf jeden Fall gut. Ja, ja, und wir haben es schon wieder geschafft. Wir haben eigentlich richtig viel geschafft, diese Runde. Beziehungsweise, was heißt viel geschafft? Wir haben zweimal gekämpft. Ja. Das ist schon, ich sag mal, 1000% mehr als die letzten Folgen. Eigentlich. Boah, hier, pass mal auf. So. Jetzt guck dir mal unsere. So. Sie hat jetzt eine Plattenrüstung an. Guck mal ran. Ach, guck mal, ja, sieht ein bisschen anders aus, ne? So verziert, so ein bisschen. Gut, jetzt haut sie ab. Jetzt läuft sie weg. Kein Bock auf mich. Warte, da flackert aber was durchs Röckchen durch, du. Hammer. Dreh mal wieder was? Um. Ich wollte sagen, was flackert da? Oh, stimmt, das sind so ein paar Pixel. Pixel. Aha, das ist schön, die Hinterpixel. Ah, immer diese leckischen Plattenrüstungen, die dann an der Seite offen sind. Ja, das ist immer so, desto stärker die Rüstung ist, desto weniger bedeckt sie bei einer Frau. Ja, das ist natürlich. Das ist ne? Reine Physik, das ist reine Physik. Es ist nun mal so. Ne, richtig. Und mit dieser, ja, dieser, mit diesen weisen Sprüchen. Ja, sag ich mal, beenden wir die Folge lieber. Genau, richtig, bevor wir noch irgendwie einen anderen Quatsch von uns geben. Ja, nächste Runde geht's dann weiter. Wir unterhalten uns endlich mal wieder. Und wir gehen hier weiter. Ich hoffe mal, dass wir noch auf das ein oder andere Skelett treffen. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, Leute. Tschüss. Ciao.